Wir schauen, was passiert, und wir gucken ganz kurz auf das, was 2006 war. Denn mein nächster Gast war damals quasi der Gastgeber auch. Er war der regierende Bürgermeister von Berlin 2006 beim Sommermärchen. Und wir sehen ihn jetzt noch mal in dieser Situation im Interview mit Monika Lierhaus. Herr Wobereit, es gab ausgelöst durch diese WM ein völlig neues Wir-Gefühl. Deutschland in drei Farben, in Schwarz, Rot, Gold. Wie sehr haben Sie das auch genießen können? Na, man sieht's ja, man lässt sich mitreißen, und das ist das Schöne. Es ist nichts Angeordnetes, es kommt aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus. Und wir haben sehr viele internationalen Flaggen gesehen, und hier waren alle Flaggen willkommen, nicht nur die deutschen, auch die italienischen, auch die portugiesischen. Und deshalb, doch, wir sind gute Gastgeber, und das ist schön, die Welt zu Gast bei Freunden. Und heute ist er zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Klaus Hobereit. Jahre regierender Bürgermeister. Man macht alles. Man hat die Fußball-WM, man hat aber auch Leute wie Obama zu Gast. Die Queen ist da. Alle, die irgendwas zu sagen hatten, sind nach Berlin gekommen. Jetzt sind Sie... ja, Putin war auch da. Ja, seit 2014 AD, außer Dienst. Vermissen Sie den Glamour dieser Zeit? Nein, ich hatte ja noch Glamour gehabt, hat man mir ja oft auch vorgeworfen. Nee, das vermisse ich nicht. Natürlich, man ist in der Bedeutungsliste, dann nicht mehr, sitzt man nicht mehr in der ersten Reihe. Kann man zufrieden sein, wenn man in der vierten oder in der achten sitzt. Natürlich ist da ein Bedeutungsverlust, aber das ist systemimmanent. Das weiß man, wenn man kandidiert. Mhm. Man hat das nicht wie so ein gekröntes Haupt für immer, sondern das ist auf Zeit. Und auf Abruf. Und das kann jederzeit passieren. Und man könnte sich ja auch freuen, wenn man auch mal stellvertretender Parteichef der SPD war, dass man es nicht mit den Problemen von heute zu tun hat, oder? Ja, natürlich sieht man das mit dem Abstand ganz anders. Und es ist natürlich leicht, so am Rand des Spielfeldes, wenn wir bei Fußball bleiben, dass wir da natürlich irgendwo immer klug sind. Die Älteren, die haben immer natürlich wunderbar, früher war alles viel besser. Und wir würden das ja sowieso alles ganz anders machen. Ja. Und die Nachfolger können das sowieso nicht so gut, wie man das selber tun würde. Das ist ja immer der leichte Weg, aber so ist es eben nicht. Natürlich sagt man auch, Gott sei Dank, bestimmte Dinge musst du heute nicht mehr machen. Die Problemlagen sind auch immens. Mhm. Und einfache Lösungen und einfache Wege gibt es sowieso nicht. Aber trotzdem ist es natürlich für jemanden, der eben nicht mehr jetzt in der Partei die Verantwortung trägt, vielleicht auch leicht, damit ein bisschen Abspann auf das zu gucken, was da passiert. Also die große SPD mit dem schlechtesten Wahlergebnis, habe ich gestern gelernt, seit 1887. Wie viel hat das mit dem Kanzler Scholz zu tun? Ja, das hat natürlich auch mit dem Kanzler zu tun. Das hat aber nicht nur mit dem Kanzler zu tun. Ich freue mich immer darüber, dass denn alle mal nur eine Person benennen können. Oder umgekehrt, wenn die AfD stark wird in den Ländern, ja, dass die Ministerpräsidenten, die Landräte, die Oberbürgermeister gar nichts damit zu tun haben, ist immer Berlin. Nein, jeder hat da eine Verantwortung. Und wenn amtierender Amtsinhaber nicht reüssiert, dann hat er auch was falsch gemacht. Was? Dann haben die anderen nicht nur alles gut gemacht, sondern man hat selber auch was falsch gemacht. Was könnte Olaf Scholz falsch gemacht haben? Ja, eins, was ja schon lange debattiert wird, und das ist das, was ich auch wirklich von jedem höre, dass er zu wenig kommuniziert, dass er seine Linie, die er beispielsweise, gerade das Thema Ukraine war ja da, dass er da zu wenig erklärt, warum er welche Positionen einnimmt, auch wenn er Positionen räumt, das nicht zu erklären. Ich glaube, die Menschen sind ja sogar in der Ukraine-Frage in der Mehrheit auf seiner Seite, aber ja, da ist Angst da, da muss man auch Emotionen empfinden können, Empathie, und da ist zu wenig da. Nur ist er nicht der Volkstribun, das wissen wir, das wird er auch nicht mehr werden, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn er da nachlegen würde und die verbleibende Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl nutzen würde, um da doch viel mehr noch aus sich rauszugehen. Naja, es gibt ja auch Stimmen, auch in der eigenen Partei, die so ein bisschen tuscheln, wäre nicht jemand wie der Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, eigentlich der bessere Mann, wenn es dann letztlich darum geht, Wahlen zu gewinnen. Ist das eine völlig abstruse Diskussion, dass man irgendwann mal vielleicht auch als Kanzler sieht, na, vielleicht kann der es ja besser, ich trete ein Stück zurück, er macht's?
Ich sage mal, welche Diskussionen sind abstrus? Das ist ja nur mal eine Frage, mit welchem Ziel sie geführt werden. Also, dass die CDU ein Interesse daran hat, dass der Bundeskanzler abtritt, na, das ist ihr Job. Dass es natürlich immer auch irgendwelche Gerüchte gibt in Parteien, ist auch nicht was Neues. Ja. Aber Olaf Scholz hat das Vertrauen der SPD, hat auch das Vertrauen der Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und das ist erstmal Fakt. Und welche Entscheidungen er trifft für sich selber, ob er bereit ist, noch mal zu kandidieren, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, dass es zurzeit bei ihm überhaupt keine Überlegungen gibt, da sein Amt nicht auszuüben und den Auftrag zu erfüllen, den er angenommen hat. Ja, Sie sind 2014 zurückgetreten. Das war einfach eine Phase, da kam noch, glaube ich, der BER, dieser fantastische Flughafen in Berlin, als letzter Punkt dazu. Wann ist es eigentlich so, dass ein Politiker merkt, jetzt ist ein guter Punkt, um aufzuhören? Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin immer gegen so die Reglementierung, dass man sagt, nur zwei Legislaturperioden oder so. Mhm. Aber ich hatte selber den Eindruck gehabt, auch, dass natürlich so ein Amt sich auch verbraucht. Mhm. Natürlich hat man auch Rituale und die sich wiederholen. Und man kann das besser machen als am Anfang, weil man bestimmte Gefahren schon weiß und wie man damit umgeht. Aber es kommt natürlich auch Routine dazu. Und das ist natürlich nicht so gut. Also ich sag mal, ich habe für mich entschieden, es war ja ein ruhiger Phase, der Flughafen war einigermaßen auch aus den Schlagzeilen raus, ja. Dass man doch, nee, aber ist egal, aber er war ja jetzt von der Skandalisierung denn in dem Sinne weg gewesen. Es war nicht der Grund, sondern für mich einfach zu sagen, es ist ein guter Zeitpunkt zu gehen und auch meinem Nachfolger die Chance zu geben, aus dem Amt heraus dann die nächste Wahl zu führen. Ja, da ist Olaf Scholz aber nicht, ne? Nee, Olaf Scholz, ich glaube nicht, dass er überhaupt daran denkt. Und natürlich bewegt ihn das. Das ist doch logisch, wenn man so ein Ergebnis einfährt, ob das jetzt unsere Parteivorsitzenden sind oder Olaf Scholz oder jeder, der Verantwortung trägt. Natürlich grübelt man danach, was ist falsch gemacht worden und was kann man besser machen. Nur wenn es so einfach wäre, dann könnte es A, jeder und auf Knopfdruck einfach alles zu ändern, das wird so nicht passieren. Aber wir haben große Herausforderungen, da ist auch nicht so viel Zeit zum Nachdenken. So. Und er hat eine schwierige Koalition, also drei Parteien. Ist das eigentlich nur so, dass die ein schlechtes Bild abgeben, weil die sich nicht einig werden? Oder treffen die auch die falschen Entscheidungen aus Ihrer Meinung? Na, es war bei einigen Entscheidungen mangelnde Professionalität dabei. Das waren technische Fehler, die dann also zu schlimmen Auswirkungen führten. Heizungsgesetz? Heizungsgesetz beispielsweise, auch die Diskussion über die Situation von Familien mit Frau Paus und alles. Das fand ich doch suboptimal. Suboptimal. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber es ist natürlich eine schwierige Konstellation. Und das ist ja jetzt, wenn man das Ergebnis der Europawahlen sich anschaut, auch wie unsere Parteiensituation sich ja immer mehr auffächert. Ja. Das wird demnächst ja noch viel schlimmer werden. Und wir werden das sehen in Sachsen, in Thüringen und vielleicht auch in Brandenburg, was da für Konstellationen auf einmal kommen, die gar nicht zusammengehören. Nur um Schlimmeres zu verhindern. So eine Negativkoalition, um was Schlimmeres zu verhindern. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann wird dann natürlich auch der Frust noch größer werden. Und dann hat AfD und andere haben dann natürlich noch mehr Argumente in der Hand, dass sie sagen, ja, die etablierten Parteien versagen. Also der Friedrich Merz hat gerade mit Blick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht gesagt, also auf keinen Fall darf die CDU mit einer Partei, die mal links und mal rechtsradikal ist, zusammen regieren. Da haben sich schon die Ministerpräsidenten aus den Ländern, die es betrifft, beschwert, mehr oder minder laut und haben gesagt, das ist doch unsere Sache. Ist das denn klug, solche Dinge gleich auszuschließen? Naja, er guckt auf die Wahlen und auf den Wahlkampf und versucht, so eine Brandmauer dort zu errichten. Wir wissen, dass sie auf der lokalen Ebene ja schon längst gefallen ist. Und wenn ich mir die Kommunalwahlergebnisse angucke, ja, da wird einfach aus der Not heraus ja nicht einfach eine Position sein können, mit denen können wir nicht mehr irgendwas zusammen machen. Die haben da teilweise 40% der Sitze in den Kommunalparlamenten. Wie soll das gehen? Also das wird irgendwo nicht funktionieren. Aber die Frage ist natürlich, wie weit kann sich so eine CDU darauf einlassen? Denn mit den Linken, die sind allerdings auch mittlerweile nicht mehr so stark. Nicht mehr wirklich. Nicht mehr so stark. Außer in Thüringen.
trainieren mit Bodo. Ja, dann gucken wir mal, wie das da wird. Aber mit Sarah Wagenknecht, ob das funktioniert und ob das damit besser wird, ist ja die Frage. Das weiß ich nicht. Herr Merz wird noch bis zu den Wahlen oder vielleicht sogar bis zur Bundestagswahl, also für die Bundesebene, das absolut ausschließen. Aber auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene, werden wir da uns umgucken, was da alles möglich ist. Ich kann mich noch erinnern an eben den Bürgermeister Klaus Hovereit, der gewählt wurde mit den Stimmen der PDS 2001. Großer Aufschrei, Tabubruch. Wie kann man mit denen, die die Mauer, also mit den Nachfolgern der Mauerbauern, sich wählen lassen und denen danach auch noch eine Koalition machen? Heute haben wir eine Diskussion über die AfD, wo es heißt, eben ein Tabu, mit denen zu arbeiten. Ist das vergleichbar? Also macht die AfD ihren Weg und ist am Ende Normalität oder sehen Sie da Unterschiede? Ich sehe da Unterschiede und ich sehe auch nicht, dass die AfD auf dem Weg der Normalität ist. Mhm. Sie radikalisieren sich ja immer mehr. Und da sind ja die Gallionsfiguren, die da noch denn teilweise in den Fernsehdiskussionen und so auch noch ein bisschen liberales Image versuchen zu pflegen, ja nicht die Kernmannschaft, die da drunter ist und Frau Schaft. Deshalb, da sehe ich eher eine Radikalisierung. Und die Erfolge geben Ihnen ja auch noch recht. Nach den ganzen Skandalen, die wir jetzt hatten mit den Abgeordneten und nachweislich auch mit den Berichten der Verfassungsschutzämter, dass sie so einen Erfolg erzielen, nicht so ganz, wie es schon mal prognostiziert war, das muss man auch dazu sagen. Wir waren ja schon mal teilweise bei 19% in den Umfragen. Jetzt sind es knapp 16%. Aber es ist immer noch ein riesiger Erfolg. Und in Ostdeutschland sind da natürlich die Stimmverhältnisse bis zu 30% oder 31%. In Sachsen, das macht einem schon eine große Sorge. Und deshalb sehe ich da keine Normalisierung. Und ist es gut, wenn man dann sagt, also wir investieren in die Verteidigung, aber wir sparen zum Beispiel bei der Rente mit 63? Ist das ein guter Weg für jemanden, der mal gesagt hat, wir müssen auch sparen, bis es quietscht? Ja, wir haben eine schwierige Situation, das werden wir ja merken, jetzt bei den Haushaltsberatungen. Mhm. Ja. Und Schuldenbremse ist immer ein Thema. Sind Sie für die Schuldenbremse? Nein, ich habe ja einen Sparkurs gemacht, einen harten, da hatten wir noch gar keine verfassungsmäßige Schuldenbremse gehabt. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, habe so von zu Hause mitbekommen, einen Euro, den man einnimmt, kann man eigentlich auch nur einmal ausgeben. Natürlich gibt es besondere Situationen, wo man mal kreditfinanzierte Dinge macht, die sich auch lohnen. Aber das hat eine Grenze. Und wir haben einen Bundeshaushalt dieses Jahr, glaube ich, so von 470 oder noch mehr Milliarden Euro und mehr als früher. Und dann zu sagen, nee, wir müssen alles immer nur Sondervermögen machen oder wir müssen da noch, das wird nicht klappen. Das Finanzpolitik ist auch ein Teil von nachhaltiger Politik, wird immer vergessen. Und die alle auf die Straße gehen für Klimaschutz und alles, müssen auch daran denken, dass diejenigen, die heute das verbrauchen, sich an den zukünftigen Generationen praktisch vergreifen, in der Weise, dass die dann irgendwo gar keine Handlungsfähigkeit mehr haben. Deshalb bin ich ein starker Verfechter für ein vernünftiges finanzielles Verhalten. Das heißt nicht, dass man auch Modifikationen machen kann, aber mal daran nachzudenken, was ist denn prioritär und was muss deshalb vielleicht auch hintangestellt werden, wäre mal nicht so falsch. Team Lindner höre ich daraus. Das ist nicht Team Lindner, ja, das ist Team Vernunft. Mhm. Mit 61 in den Ruhestand gegangen, was ist das Beste daran eigentlich? Dass man selbstbestimmt leben kann. Also ich war lange Zeit wirklich durchgetaktet von morgens bis nachts und immer ja Pflichttermine, wo du auch keine Entscheidung hattest und so weiter und so fort. Hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel persönlich auch davon profitiert. Aber es ist ein Knochenjob und da mal dann wieder Freiheit zu gewinnen und sich selbst zu gestalten und planen, ist schon mal nicht so falsch. Und was ist das Schlechteste daran? Das Schlechteste daran ist, dass man jetzt natürlich als Zuschauer dabei ist und sich aufregt und nicht sagen kann, jetzt mache ich es aber mal anders. Ausgeschlossen, ich meine, in Ihrem Alter werden andere Leute US-Präsident. Ja, das habe ich auch gesagt, aber da bin ich noch 10 Jahre zu jung. Also deshalb mein Revival, da müssen dann einige noch mal warten. Nein, die Zeit ist vorbei, aber ich bin natürlich mit Herz und Seele noch im politischen Bereich engagiert und das wird auch so bleiben. Wir fragen dann noch mal nach, wenn es soweit ist und danken für den kurzen Moment heute. Und die Einsichten. Vielen Dank. Klaus Hovereit, schönen Dank für den Besuch. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.